Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Trick and Treat. Und ich habe noch mal einen alten Speicherstand geladen, um hier mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir den Falschen opfern. Zum Beispiel den Clown. Aber ich bin unschuldig. Oh oh. Ups, unser Kopf ist gespalten. Ein leerer Kopf. Dead End 6. Cool, noch eins. Das läuft auch gut. Bisher haben wir nur, ja, das erste irgendwie verpasst, ne? Ich glaube, die anderen haben wir jetzt alle gehabt. So, was machen wir denn als nächstes erstmal? Ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal die Füße hin oder gucken wir uns erst den Kask an? Ich glaube, erst diesen Kask of Amontillado, einfach, damit ich es nicht vergesse. Oh, hat sich das Bild komplett verändert? Ich glaube schon, oder? Vorher war da doch so ein gut aussehender, netter junger Mann zu sehen. Und jetzt ist da richtig so ein Graf Dracula drauf abgebildet. Oh, oh. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob da irgendwas ist. Da ist ja gar nichts. Ich bin umsonst hierher gekommen. Okay, sehr mysteriös. Na gut, aber vielleicht ist ja später noch was. Oh, ach so. Wo? Ach, genau. Ach, übrigens, die Entwicklerin hat mich angeschrieben. Sie guckt sich das Let's Play an und sie hat das mal erklärt. Das ist tatsächlich so, dass es drei Geister gibt. Es gibt hier diese eine Stelle im Raum. Wenn man da drückt, da sind so drei Fragezeichen oder Ausrufezeichen über ihrem Kopf. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Jedenfalls, das deutet nämlich auf drei Geister hin und halt vier Kürbisse. Drei an der Wand und einer auf ihrem Kopf. Und dann passt das auch mit den -7 Süßigkeiten-Töpfen. oh Mann, ganz schön kompliziert. Aber eigentlich ein cooles Rätsel. Sehr, sehr klug jedenfalls. So, dann müssen wir hierher, ne? Oh, das hat so lange gedauert. Ich dachte schon, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ach nee, das war ja gar nicht hier. Sie hatte sich ja nur beschwert, dass das so laut ist nebenan. So, hier war das. Du Arme, ich helfe dir. Hast du sie gefunden? Vielen Dank. So, wir haben ihr die Füße wieder dran gesetzt. Jetzt bewegt sich die Puppe nicht mehr. Okay. Okay, na dann gehen wir. Aber was hat das denn jetzt bewirkt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall speichern wir nochmal. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hoch. Hier waren wir ja auch noch nicht gewesen in den Räumen. Kann ja sein, dass da was ist. Hier ist auf jeden Fall ein Spiegel. Oh, von hier aus können wir in den Dungeon zurück. Okay, nee, wollen wir erstmal nicht, aber gut zu wissen. Vielleicht müssen wir da tatsächlich zurück und noch irgendwas erledigen. Oh, keiner da. Das ist mein Zimmer. Oh Gott, der Kopf hat gesprochen. Mein Körper ist auch hier. Bitte setz mich zusammen. Okay. Weißt du, wie man das macht? Oh, du bist so ungeschickt. Schon okay. Vielen Dank. Aber noch fehlt etwas. Aber die Puppe scheint doch vollständig zu sein. Hast du mein fehlendes Stück gefunden? Ich weiß nicht, was du suchst. Auf jeden Fall scheinen wir ja das benutzt zu haben, was wir dabei hatten, ne? Was wir gefunden hatten unten im Dungeon. Ach, wahrscheinlich kann man das ja vergessen haben, beziehungsweise nicht gefunden haben und deswegen kann man noch zurückkehren. So, dann schauen wir uns doch einfach mal hier im Zimmer genau um. Hier müssen wir sowieso noch die Candies mitnehmen. Was haben wir hier? Da ist nichts. Drei Candies, 16 Candies, ein Miniaturballon. Wie süß. Oh, das findet sie voll super. Ist hier am Schrank irgendwas? Oder der Mantel? Oder das Kleid? Oder müssen wir hier etwas... Ein kleines... oh Gott, wie nennt man das denn? Nährad-Dingens. Spindelteil. Da liegt eigentlich was auf dem Boden, aber sie nimmt es nicht. Da sind ein paar Magazine. Oh, ohne ein Herz gibt es keinen Schmerz. Okay. Wir haben ein Herz, aber das können wir hier nicht auswählen. Ach doch, können wir. Danke sehr. Okay, jetzt bewegt sie sich nicht mehr. Kann man hier noch irgendwas machen? Wir haben immer noch eine rote Rose, die wir angemalt haben.
Haben wir denn jetzt irgendwas dadurch bewirkt? Ah, hier ist ja auch ein Speicherbuch. Oh, jetzt sind wir wieder bei 1. Ja, das müssen wir dann wohl überspeichern. Oh, ein ganz roter Raum. Oh, ich weiß nicht, ob wir die berühren dürfen. Okay, dürfen wir nicht. Das hat aber nicht mega viel abgezogen. Hier sind rote Rosen. Aber ich kann, glaube ich... Nee, kann ich nicht hinzufügen. Okay, vorsichtig. Aha, da tun sie uns also nichts. Ach, da ist ja die Puppe. Wahrscheinlich müssen wir mit der reden, aber wie kommen wir da hin? Ach so, hier kann man lang. Irk. 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 So, 24, 15 und 22. Hast du ein Geschenk für mich? Yep. Ich liebe rote Dinge. Es ist so hübsch. Ja, cool, ne? Jetzt bewegt sich die Puppe nicht mehr, aber die anderen bewegen sich noch. Whoa! Hört sich an, als hätte sich eine Tür geöffnet. Kam das von unten? Okay, ich speichere das einfach mal. Das haben wir ja ganz offensichtlich korrekt gemacht. Ist hier denn noch irgendwas? Scheinbar nicht. Ist einfach nur ein Gang. Okay, na dann gehen wir nach unten. Okay, das hier war noch zu gewesen, glaube ich. Wow, was ist das denn für ein riesiger Raum? Und was ist das? In diesem Raum wurde etwas umgebracht. Weißt du, was es war? Es gehen nur 4 Buchstaben. Liebe? Ich rate einfach mal. Nein, nein! Es war Zeit, die wurde hier umgebracht. Zeit wurde umgebracht. Damit die Party nicht beginnt. Kannst du die Zeit zurückbringen? Damit wir glücklich, glücklich, glücklich gemeinsam spielen können. Wenn die Party beginnt, dann können wir glücklich, glücklich gemeinsam spielen. Hast du die Zeit zurückgebracht? Ach nee, habe ich nicht. Okay. Du willst die Zeit zurückgebracht haben? Muss ich mal gucken, ob ich eine Uhr oder so finde. Alte Notenblätter, voll verstaubt. Was haben wir hier? Die sind wirklich alt. Oh, die sind so alt und abgenutzt. Können Leute hier Spiele spielen? Ich kenne die Regeln sowieso nicht. Das sind die... Oh Gott, die heißen nicht Schläger. Ich komme gerade nicht drauf. Die Cues halt. Die sind an der Wand befestigt. Hättest du die gerne? Da kommen wir aber wirklich nicht ran gerade. Tut mir leid. Das ist versperrt. Ui. Auf der Rückseite des Fotos ist etwas mit roter Tinte geschrieben. Der Dart-Liebhaber lebt über oder unter dem Pianisten. Und da steht auf der Rückseite, der Gast im roten Raum liebt Billard. Und hier steht, die Gäste im zweiten Stockwerk lieben Musik. Oh jemine, was soll das denn alles heißen? Ein Cello. Und noch ein Cello. Eine Harfe. Und halt noch eine Harfe. Und hier ist ein entzündeter Kamin. Da scheint etwas drin zu sein. Wie komme ich denn da bloß ran? Ja, gute Frage. Wie kommt man da ran? Du bräuchtest irgendwas Längeres, mit dem du da irgendwie nachgreifen kannst. Ich kann kein Piano spielen. Vielleicht bringt es mir Miss Charlotte eines Tages bei. Okay. Das ist ja... Ich komme hier gar nicht mehr raus. Okay, aber das beruhigt mich. Das bedeutet, es muss hier in diesem Raum die Lösung auch für das Rätsel geben. Also, was könnte hier noch geheimnisvoll sein? Ist hiermit noch irgendwas? Es kann nützlich sein. Ach so. Ah, ja, verstehe. Klar, jetzt kommt sie da natürlich dann ran mit. Cool. Wie kann ich da rankommen? Damit. Ah, Uhrenschlüssel erhalten. Ah, es ist heiß. Ein Uhrenschlüssel? Hm, soll ich ihm den geben? Ich probier's mal. Ah, nee, das geht nicht. Okay, was steht denn bei dem Clock-Key? Das Ende sieht aus wie ein Tastenblock? So ungefähr? Aber das scheint man ja nirgendwo verwenden zu können.
War hier denn irgendwo ein Schloss gewesen? Ach, da! Ach, habe ich ganz vergessen. Ist versperrt. Okay, jetzt kann ich es aber verwenden. Ah, alles klar. Es ist offen. Nichts darin. Ah, es sieht aus, als hätte man da viel Platz drin. Okay. Oh, was ist das denn? Wie krass. Ha, das ist ja lustig. Okay, ich speichere mal. Wahrscheinlich ist hier gleich irgendwas Gefährliches. Eine Uhr, die stehen geblieben ist. Ein Werkzeugkasten, vielleicht. Und noch eine Uhr, die stehen geblieben ist. Und, ja, eine riesige Uhr, die auch völlig stehen geblieben ist. Ist das ein Schrank oder ein Zimmer hier? Okay, ich gehe mal hier lang. Okay, jede dieser Uhren zeigt eine andere Zeit an. Und sie sind alle stehen geblieben. Oh Gott, so viele Uhren hier. Hilfe! Was haben wir denn da? Was? Diese Uhr läuft nur zweimal im Jahr richtig. Nehmen? Diese Uhr ist nur zweimal am Tag richtig. Nein? Hier hängen viele Uhren an der Wand und jede zeigt eine andere Uhrzeit an. Hier sind zwei Uhren. Eine ist zweimal am Tag, also läuft zweimal am Tag korrekt. Und eine läuft zweimal in einem Jahr korrekt. Hä? Okay. Aber ist heute denn der Tag, an dem sie ganz korrekt läuft im Jahr? Oder irgendwas verstehe ich hier falsch? Ich glaube, ich nehme die mal mit. Okay, vielen Dank. Und jetzt? Ich probiere ihm mal diese Uhr jetzt zu geben. Schauen wir mal, ob das was bringt. So, mein Lieber, ich habe hier eine Uhr, aber ich weiß nicht, ob du die willst. Die 365er-Uhr. Eine Uhr, die nur zweimal im Jahr richtig läuft. Ein bisschen langsam, aber okay. Vielleicht ist die Zeit immer noch sauer auf uns. Zumindest ist sie zurück. Jetzt können wir mit der Party beginnen. Ah, die Tür hat sich geöffnet. Oh. Ach, das sind die ganzen Puppen. Bitte, führe alle an. Dann wird sich auch der Master zeigen. Okay, hi. Die Puppe im grünen Raum. Ach, was liebe ich. Okay. Okidoki, da muss ich erstmal nachschauen. Okay, die Gäste im zweiten Stockwerk lieben Musik. Die Gäste im zweiten Stockwerk. Oh Gott, als ob ich mich erinnern würde, welche Farbe im zweiten Stockwerk war. Ich bin da ja so gut drin, mich daran zu erinnern. Okay, in dem roten Raum Billard. Das ist okay. Das ist ganz klar. Rot Billard. Und was war hier? Was? Lebt der Dart Lover lives above or below the pianist? What it load? Okay. Das hilft mir nicht so richtig, aber du magst doch auf jeden Fall Billard. Was? Du magst nicht Billard? Du magst die Harfe, die du da so anstarrst? Hä? Ich red mal mit ihm. Bitte führe alle an, dann wird sich auch der Master zeigen. Ich kann kein Piano spielen. Okay, gleich habe ich alles einmal durch. Hä? Hä? Eine Harfe. Eine Harfe? Momentchen mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch eben alles durchgehabt, oder? Ach so, man erfährt das nicht. Hä? Okay. Wenn ich jetzt in den lilanen Raum gehe. Das ist ja jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wartet, ich will auch erstmal speichern. Ich habe immer so im Hinterkopf gerade so herumwirbeln. Speicher mal lieber. Und dann kann ich mich auch nicht wirklich konzentrieren. So, also jetzt nochmal. Also wir haben hier zum Beispiel
Die Puppe, die im blauen Zimmer war, ja? Wo sind wir hier überhaupt? Wir sind doch im zweiten Stock, oder? Das sehe ich ja, wenn ich hier rangehe. Genau, wir sind hier gerade im zweiten Stockwerk. Also kommt die blaue und die rote, glaube ich. Die blaue und die rote Puppe kommen aus dem zweiten Stockwerk, ja? Nee, die blaue und die lilane. Okay, das bedeutet, die mögen Musik. Die blaue und die lilane. Ich weiß nur nicht, welche was mag. Okay, du magst Piano und du magst Harfe. Und die rote mag Billard. Dann musst du doch Darts mögen. Aber es passiert nichts. Bitte führe alle an. Okay, und wenn es andersrum ist? Du magst die Harfe. Und du das Piano. Ah, alles klar. Die Party hat begonnen. Das Spiel ist vorüber. Das Geräusch. War das von oben? Kam das von oben? Herzlichen Glückwunsch, das Spiel ist vorüber. Nun trifft den Master dieses Hauses. Okay, ich habe sie richtig zugeordnet. Yay! Das war nicht einfach, aber es hat geklappt. Und jetzt kann ich oben den Master des Hauses treffen. Coolio. Aber wo denn jetzt? Ah, die Treppe da, wow. Okay, wir speichern aber mal und ich glaube, dann machen wir nochmal einen Cut, aber dafür machen wir noch ganz kurz. Wir gehen nochmal zum Title. Continue. Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Das hier war der geheime Raum. Genau, dann probieren wir das nochmal ganz kurz. Was passiert, wenn wir die linke nehmen? Mal gucken, was passiert. Schauen wir mal. Oder ob er die genauso akzeptiert wie die andere. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, oder das... oder das bestimmt das Ende. Wer weiß. Das wäre ja auch interessant. Okay, eine Uhr, die nur zweimal am Tag richtig läuft. Was? Sie hat gerade angehalten, oder? Du kannst die Zeit auch nicht zurückbringen. Also kannst du einfach nur hier bei uns bleiben. Für immer. Ah, cool. Dead End 9? Angehaltene Zeit. 9? Wartet, aber dann haben wir irgendwas verpasst. Dead End 9. Ja, wo habe ich denn da was verpasst? Wir müssen uns ja auch immer noch umbringen lassen, ne? So grausam sich das anhört. Das können wir ja mal direkt machen. Hier haben wir ja endlich die Chance dazu. Ah, okay, das ist einfach Game Over. Also kein Dead End. Na gut, da wissen wir zumindest schon mal Bescheid. Vielleicht habt ihr ja wieder weitere Ideen, was wir noch machen können, um Dead Ends zu finden. Dann immer her damit, dann versuche ich das noch zu holen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Trick and Treat wieder und dann treffen wir den Master des Schlosses. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.